Also es gibt ja im Internet mittlerweile für ein paar Euro so Störsender, die kann man dann halt auf die entsprechende Frequenz einstellen und kann man dann. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute wieder mit dem Herbert zum Thema Sicherheit. Ihr habt uns das letzte Mal eine ganze Menge an Stoff geliefert zu dem Beitrag, den wir gemeinsam gemacht haben. Da ging es um das Thema Einbruchschutz mit einer Einbruchmeldezentrale. Und da war die Frage von euch, brauche ich denn unbedingt einen Wachdienst, einen Polizeischutz? Das werden die wenigsten von euch gebrauchen. Und dann kam ganz stark die Frage, wenn ich sowieso schon kein X-System habe, vernetztes System, wozu brauche ich überhaupt noch eine Alarmanlage? Das waren die zwei Fragen, Herbert, die haben wir ja gemeinsam so ausgearbeitet. Übergebe ich einfach mal dir den Ball, du bist der Sicherheitsspezialist. Was gibt es für Möglichkeiten? Brauche ich eine Alarmanlage? Also das ist die Frage immer der Risikoeinschätzung. Also wie hoch ist das Risiko eines Einbruchs? Wie hoch ist das Risiko einer Personengefährdung? Wenn wir eine geringe Risikoeinschätzung haben oder feststellen, wir haben ein geringes Risiko in beiden Sachen, dann ist es eigentlich egal, ob du eine Alarmanlage über die KNX-Visualisierung löst oder KNX-Logik löst oder ob du eine günstige Alarmanlage kaufst. Im Prinzip hast du bei der Alarmanlage nur die Funktion ausgelagert, tust dich vielleicht ein bisschen leichter, musst nichts programmieren, aber von der Funktion her ist es eigentlich identisch. Hast du eine höhere Risikoeinschätzung, also mittleres Risiko oder hohes Risiko für Personengefährdung oder für Einbruch, dann geht es dann in Richtung zertifizierte Alarmanlage mit Aufschaltung, wo man dann eben Hilfe bekommt, wenn jetzt wirklich was passieren sollte. Das habe ich jetzt verstanden. Die Frage stellt sich mir jetzt, ich habe doch sowieso schon das vernetzte Haus, also wer baut heute noch unvernetzt? Ne? Das ist die Frage. Im Neubau kaum jemand, der ein bisschen weiter vorausdenkt. Ich verstehe es nicht, Herbert, wenn ich jetzt eine KNX-Vernetzung habe, also ein Bussystem habe, muss auch gar nicht KNX sein, allgemein, dann kann ich doch über eine Logik, über eine Schaltung, jetzt wirst du gleich sagen, Home-Server und wie die Lösungen alle heißen, Gira, wie auch immer, Jung, Basalte, die Alarmanlage habe ich doch dann sowieso schon. Das ist richtig, ja genau. Also sehe ich auch so, also wenn das Haus mit KNX vernetzt ist oder mit einem anderen Bussystem vernetzt ist, hast du ja die Möglichkeit, in Logikmodulen oder im, was du vorher Homeserver angesprochen hast, ja Module, Softwaremodule einzusetzen, wo du diese Funktion ja auch ja, erschlagen kannst. Also darum sehe ich das auch so. Also wenn du ein KNX-Haus hast mit entsprechender Visualisierung, Logiken, sehe ich das jetzt für sinnvoll, das auch damit zu lösen, ohne externe Alarmanlage. Weil du hast dann keinen Vorteil von der Sicherheit her. Jetzt gibt es ja Alarmanlagen, die sind per Funk. Also Funk heißt, die Sensoren für die Fenster- und Türöffnung bauen zu der Alarmzentrale eine Funkverbindung auf. Mhm. Das sagst du immer, das sind die? Ja, die einfachen Systeme. Sind die Nachrüstsysteme, genau. Sind die einfachen Systeme. Da hast du mir letztens, war das, ich weiß gar nicht, sogar beim Projekt hast du mir gesagt, da gibt es eine Fremdfunkerkennung. Ja, genau. Super spannend. Ja, also bei den zertifizierten Anlagen müssten wir natürlich sicherstellen, dass auch die Alarmanlage unter bestimmten Umständen funktioniert oder eigentlich immer funktionieren soll. Und da haben wir einige Maßnahmen eingebaut bei den Alarmanlagen. Das heißt, unter anderem eine Fremdfunkerkennung mit Funkverfügbarkeit. Das heißt, wir gucken, ob irgendwo manipulativ ein Fremdfunk gemacht wird. Also es gibt ja im Internet mittlerweile für ein paar Euro so Störsender, die kann man dann halt auf die entsprechende Frequenz einstellen und kann man dann bestimmte Sachen stören, sodass zum Beispiel bei der Alarmanlage der Bewegungsmelder keine Kommunikation mehr mit der Zentrale aufbauen kann. Oder wir hatten das auch schon, dass zum Beispiel der Nachbar zu der gerade ein Haus baut, da wird morgens ein Kran geliefert, der arbeitet zufällig auf der Frequenz und dadurch wird dieser Funk, dieses Funkband gestört und bei einer normalen Funkalarmanlage bekommt das keiner mit, die funktioniert halt dann im ungünstigsten Fall nicht.
Bei einer klassifizierten Anlage haben wir eine Fremdfunkerkennung. Das heißt, wir merken, hey hoppala, da ist jetzt was da, was nicht hingehört, und können dann entsprechend Meldungen absetzen, sodass wir auch sicherstellen können, dass es funktioniert. Das heißt, ich kaufe mir jetzt bei Konrad für 10 Euro einen Störsender mit so und so viel Megahertz. Megahertz. Stell mich hin. Wir können ja gleich das mit mehreren Frequenzbändern machen, da bin ich ganz sicher. Ja. Dann stehe ich da und dann mache ich das Fenster möglichst zur Gartenseite, öffne ich dann, ne, weil das meistens ist hier halt nicht so groß. Genau. Dann steige ich ein, die Alarmanlage sagt gar nichts. Im ungünstigsten Fall, ja, genau. So, und das ist ja das, warum wir auch für euch immer wieder das Thema im Neubau, ich sage im Neubau oder bei einer Sanierung, das Thema mit Kabelnetz, ne, nahebringen. Ja, definitiv. Also Kabel wird bei uns auch immer bevorzugt. Also Neubau ist es indiskutabel, auf ein Funksystem zu gehen, also immer verkabelt zum Nachrüsten. Da hast du oft keine andere Möglichkeit, und dann machen wir eben ein zertifiziertes System, wo ich dann sicherstellen kann, dass es auch funktioniert, wenn der Nachbar einen Kran aufstellt. Du hast ja jetzt gerade noch von diesen, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du gingst fast von diesem Sicherheitsanspruch. Ne? Das ist, bist du ja ausgegangen, da gibt es ja auch in der VDS, ne? Da gibt es ja so verschiedene Stufen, und da gibt es ja auch diese Home, ne? Smart Home Home Klasse 1 oder 0. Ne? Ja, die VDS Home. Also im Prinzip besteht die VDS aus drei Klassen: VDS Klasse A, B und C. C ist die höchste Klasse, wir sagen immer Bankenklasse dazu, oder Juweliere haben wir jetzt ja gerade aktuell. Autosammler. Autosammler haben wir auch, ja, genau. Klasse A ist jetzt so für einen klassischen Häuslebaubereich oder gehobenes Einfamilienhaus. B ist so der Gewerbebereich, grob gesagt. Und dann gibt es die VDS Klasse Home, die ist ja vor ein paar Jahren dazugekommen, um eben für die Hersteller oder für den Kunden den Einstieg zu erleichtern. Da gibt es ein paar Hersteller, die jetzt auf die Home-Klasse aufspringen, ist einmal für das normale Einfamilienhaus okay. Und dann gibt es halt die Alarmanlagen, die überhaupt keine Klassifizierung haben. Da werde ich vorsichtig. Es wird auch immer wieder von der Polizei bestätigt, also bei uns in Bayern sind auf diversen Messen immer so diese Kripo-Stände aufgebaut, die dann die Leute unabhängig vom Hersteller informieren über Sicherheitstechnik, und da warnen die auch teilweise davor, von Alarmanlagen, die im Baumarkt gekauft werden oder in dieser Preisklasse, dass man sich dann lieber das Geld noch sparen sollte, bevor man sowas ausgibt. Da wird ein bisschen erklärt dann, also die Stände sind eigentlich ganz gut aufgebaut mit echten Alarmanlagen und so, und da bringen die das unabhängig näher, sodass dann die Kunden, ja, so unabhängig vom Hersteller dann wissen. Wir nennen ja jetzt keine Namen. Nein. Also manchmal nennen wir Namen, heute nennen wir keine Namen. Wir möchten jetzt auch niemanden da, ich sag mal, in irgendeine Darstellung bringen. Ne? Es hat mit Sicherheit jedes System seine Daseinsberechtigung. Also ich bin da auch immer so, dass ich jetzt kein System schlecht drehe. Es ist immer eine Frage der Risikoeinschätzung. Ganz klar Risikoeinschätzung. Wo ist was zu holen? Wo ist eine Personengefährdung? Und wenn ich so eine geringe Risikoeinschätzung habe, da ist es eigentlich wurscht, wie es das löst. Sage jetzt nicht mal auf Bayerisch. Bei der mittleren Risikoeinschätzung oder höheren Risikoeinschätzung, da musst du halt wirklich dann gucken, was baust du dir ein oder wie stellst du sicher, dass dann auch die Person oder der Gegenstand gesichert ist. Also ich würde ja, also so habe ich ja, so ist ja quasi dein und mein Einstieg vor vielen, vielen Jahren in die, sage ich mal, KNX Smart Home Szene, ist die ja gelaufen. Damals haben wir ja noch die Alarmanlagen, also das war alles noch ganz kompliziert, ne? Gab es da noch nicht so viel. Da hat man es ja so gemacht, du hast dann so einen Signalgeber genommen mit optisch und mit akustischer Meldung, und dann hast du den über einen Aktor einfach eingeschaltet, hast eine Logik hinten dran gehabt. Klar, haben wir damals einen Home-Server gehabt. Ja, war bei uns auch so. Es war der Home-Server, man muss es sagen. Ne? Und bei vielen ist es auch heute noch der Home-Server, Gira-Home-Server an dieser Stelle. Ja. So, und dann hast du halt die ganzen Fenster- und Türkontakte überwacht. So, und dann hast du in Anführungszeichen den Home-Server scharf geschaltet, und dann, wenn jetzt zum Beispiel die Tür geöffnet worden wäre, Glasbruchsensoren hat man noch nicht. Ja, hat sich jetzt im Privatbereich nicht so durchgesetzt, im High-End-Bereich oder Gewerbebereich ja, aber normal einfach nach Hause. Wenn du jetzt Bewegungsmelder hast und Eröffnungsüberwachung, ist das voll ausreichend, denke ich. Und das kann ja der Home-Server, ne? Das kann der Home-Server. Das kann man alles, ich sage immer, fast so mit einer Bastellösung, ne? Also ist ja schon so, oder Open Source. Ja, gibt sogar fertige Bausteine, Software-Bausteine von der Firma Kira, die kann man sich im Kira App Store runterladen, dann hat man das fertige Plugin im Home-Server, dann hast du eigentlich
ähnliche Lösung, wie wenn du jetzt so einen Elektronikkasten noch daneben hinschraubst und mit gar nichts anbindest. Mhm. Bei geringem Risiko ist beides okay. Also kann man schon sagen, es ist fast Geldmacherei. Ne? Also gerade für Leute, die jetzt im privaten Bereich musst du genau rechnen. Ne? Also im gewissen Bereich. Und da ist die Frage, ob ich jetzt noch die Tausende ausgebe für eine nicht zertifizierte Alarmanlage, wo ich vielleicht auch gar kein, sag ich mal, kein Schutzbedürfnis in dem Sinne habe. Ja, sehe ich genauso so wie du. Also da würde ich auch eher dann, wenn ich vielleicht keine Nix-Visualisierung habe, es gibt da mittlerweile keine Nix-Visualisierungen, die einen Alarmanlagenbaustein mit drinnen haben. Ganz genau. Oder Touchpanels, die einen Alarmanlagenbaustein, das ist eigentlich im Prinzip, ja, von der Funktion her das Gleiche. Spaß dabei. Ja. Ganz genau. Ja, Herbert, also ich finde, das sind mal vielleicht so klärende Gedanken. Mhm. Das war uns ja naheliegend, weil von euch kam jetzt die Frage, ist denn alles im Sinne von VDS und Polizeiüberwachung? Nein, ich würde sagen 99% der Menschen, die hier zuschauen, ob du jetzt Elektriker, was auch immer du bist oder Bauherr, du bist jetzt wahrscheinlich, brauchst jetzt keine Polizeiüberwachung. Ne? Es gibt eine ganze Reihe Leute, die brauchen einen Wachdienst. Ja. Nur dann schaltet man den Wachdienst auf und alle anderen, die jetzt sagen, ich will jetzt ein bisschen schauen, was passiert eigentlich, wenn ich nicht da bin. Dann sind so kleine Lösungen voll okay, also fürs normale Einfamilienhäuschen. Ich habe das ja früher bei mir selber, ich hatte auch mal einen Home-Server bei mir, hatte ich das auch per Software gelöst. Also für so einfache Sachen ist das okay. Mhm. Aber da würde ich mir jetzt nicht nochmal ein zusätzliches Kästchen kaufen, wenn ich es eh hardware-technisch im Haus habe. Ich denke mir, vielleicht zeigen wir mal ich denke mir in einem der folgenden Beiträge, dass wir mal das Gira-Alarmsystem, gibt es ja ein neues System, mhm. dass wir das mal vorstellen. Ne? Es gibt Bereiche, wo es Sinn macht, ne? wo es auch wirklich wichtig ist, dass man es hat. Aber ansonsten wäre jetzt, ja, also wer kein geringes Schutz- und Überwachungsbedürfnis hat und ein bisschen schauen will, was passiert, wie schon gesagt, dann ist da eigentlich alles da. Wenn ich dann schon mein KNX-System habe. Ja, dann muss man auch nicht mit dem großen Geschütz Telenot fahren. Ne? Das ist eine ganz andere Kategorie. Ja. Und ja, eigentlich ist so. Und Funk, da kennt ihr alle, die uns zuschauen, das kennt ihr, das ist wirklich. Nur im Ausnahmefall. Ja, weil weiß ja auch immer wieder, wir haben ja Kunden, die wohl neu bauen und dann hat er eine Funkalarmanlage fragen. Wir lehnen immer ab, also beim Neubau, warum soll ich da Funklösung gehen? A ist eine Funklösung, wenn man jetzt die zertifizierten Anlagen guckt, ist Funklösung immer teurer wie eine verkabelte Lösung, bei den günstigen Anlagen mal abgesehen. Aber dann ist echt die Frage, ja, Stichwort Gira-Home-Server oder andere Visualisierungen. Jetzt hast du die Gira-Home-Server wieder genannt. Also. Ich hole ihn dir gleich. Also ich bin jetzt nicht mit Gira verbandelt, aber ich kenne das Teil halt auch von der Historie. Ja gut, es ist halt mit dem Sinn, also ich kann nur von mir sagen, ich bin mit dem Gira Home Server aufgewachsen. Ne? Also du auch. Ja. Und es hat alles seine Berechtigung und alles seinen, sag ich mal, seinen Markt. Genau, ja. So, also das war mal das Thema, wozu brauche ich eine Alarmanlage? Brauche ich überhaupt eine Alarmanlage, wenn ich KNX habe? Wir freuen uns auf einen Daumen für all jene, denen der Beitrag gefallen hat. Ihr schreibt vielleicht mal auch in den Kommentaren, was wünscht ihr euch weiter? Wir haben ja unseren Spezialisten Herbert. Herbert Weinzierl ist ja immer, wenn es ganz, ganz tief reingeht, dabei. Schreibt mir in die Kommentare, was würde euch noch interessieren zu dem Thema? Und ansonsten, wir freuen uns auf ein Abo. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Viele haben uns ja bereits abonniert. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.